Der Winter ist angebrochen in der 45. Folge von The Last of Us. Ja, wir sind an ziemlich schockierenden Ereignis. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob uns in der letzten Folge Joel genommen worden ist. Ich habe die Theorie, dass Ellie absichtlich jetzt hier so alleine am Jagen ist, dass man jetzt gleich danach Joel das Gejagte nach Hause bringt oder so. Weil ich glaube, sonst hätte man mehr Zeit gehabt, sich von ihm zu verabschieden. Ich glaube auch, die Szene wäre anders gewesen, wenn Joel wirklich... Andererseits wäre es aber auch mal ein mutiger Schritt. Allgemein, dass er vielleicht da sterben kann, ja, aber dann die Szene wäre trotzdem anders gewesen. Das haben sie bis jetzt anders gemacht, auch im Spiel, finde ich. Aber wer weiß, erstmal müssen wir uns hier diesen Hirsch erledigen, damit wir genug zu essen haben. Also ich treffe den von hier? Nee. Nee. Ja genau, er fällt ja von oben auf den Kopf, zufällig. Das hat gerade sehr was von Assassin's Creed. Eine der wenigen schönen Sachen an Assassin's Creed 3. Watch your step, Ellie. Das scheint leiser sein. Wo ist er denn jetzt hin? Ich sehe ihn gerade gar nicht mehr. Na, hier ums Eck. Schön, wie der glitzert. Und das muss man Assassin's Creed auch aussprechen, dieses Lob. Sieht besser aus, wenn der Connor durch den Schnee stapft. Aber mei. Dafür ist er ein unsympathischer Depp. Wo soll er denn hin? Wenn wir gleich sehen, muss dann leise vorgehen. Da hinten. Versuchen das mit der erhöhten Position. Sind nämlich gerade total an dieses Sniper-Duell zwischen Snake und The End in Snake Eater. Ist auch noch zu weit. Ja, auf jeden Fall. Easy, easy. Wobei, da war gerade schon der Punkt drauf, oder? Ich glaube nicht. Kannst du probieren, dann rennt er weg. Nope. So close. Siehste? Ich kann man den Pfeil wenigstens bergen. Ich würde lieber den Hirsch bergen. Haben wir denn Munition? Das wird gar nicht eingeblendet, oder? Ich habe auch dieses Menü nicht. Ja. Der Bild hier irgendwie nur 2-3 Pfeile im Rucksack, also. Ich glaube nicht. Möglicherweise ist das Spiel gnädig, ist es das hier lang gelaufen, oder? Ist nach rechts vorhin weg, ja. Wo ist denn der hin? Das ist hier durch die. Das Tal. Diese Schlucht meinst du hier? Das hört sich an, als wäre da ein Gewässer in der Nähe. Nope. Jetzt spüren wir die erstmal auf. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben. Ja, wo ist er denn? Das ist natürlich besonders hart, dass wir die zu blöd zum Schleichen sind, oder ich zumindest zu blöd zum Schleichen ist, jetzt hier leise vorgehen muss. Mein Hoffen wäre gewesen, dass irgendwo eine Sprengfalle was reinläuft oder so. Was ist denn der? Aber das ist schon absichtlich hier so ein Kreis. Ja, natürlich. Dass wir hier nicht... Auch für Volldeppen soll das hier schaffbar sein. Aber das gibt's ja in echt auch, ne? So Jagdarenen oder was? Echt? Dass also reiche Volldeppen, die zu blöd zum echten Jagen sind, auch mal was. Ja, klar, warum überrascht mich das eigentlich, dass es sowas gibt. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, so Tiere totschießen. Ich hab's noch nicht probiert, aber ich bin auch da nicht wirklich interessiert dran. 5 Minuten später, ja, sterbt ihr scheiß Tiere. Was hier oben ist, was? Damit zumindest noch nicht geschaut. Okay.
Ja, das ist eine super Folge. L3, jetzt hat er keinen Bock mehr. Wie, war ich jetzt schon wieder zu laut? Wahrscheinlich war es jetzt in der Nähe und er ist halt weggeeiert. So. Jetzt kannst du noch ein bisschen rennen, weil jetzt, wenn er erstmal jetzt weg ist, wird er nicht direkt da vorne in der Ecke stehen. Und vielleicht kann man ihn von hier jetzt schon sehen. Wer weiß. Where is it? Ja. Diese blöden Vögel oder so, die zwischendurch wie so ein Klicker klingen. Das wissen wir noch gar nicht, oder? Wie die auf Kälte reagieren? Nee. Ob die vielleicht im Winter weniger aktiv sind? Das ist halt immer die Frage, was halt der Wirtskörper, wie der hat reagiert. Eigentlich müsste der bei Kälte ja schon, ich weiß nicht genau, wie gut halt noch der ganze Körper funktioniert. Was da gerade eben? Ich hab's nicht. Da. Da. Okay, jetzt einfach leise sein. Nicht jetzt hier runterspringen, sondern eher rechts da. Genau. Diesmal wird's was. Ich merke das. Jetzt hier dann mal hinter den Bäumen bleibst vielleicht. Darf mich der... Ich würde auch, der sieht auch was, ja. Ist ein bisschen hoch. Vielleicht besser außenrum, ja. Also der kann auch sehen, so ein Hirsch. Das ist ein Computerspielhirsch, Martin. Der guckt nämlich gerade in eine Richtung. Der guckt doch mal woanders hin. Ja, ja. Ah. Aber trotzdem würde ich ein bisschen da so bleiben, dass du im Zweifel zwar die Bäume noch dazwischen hast. Und hinter den Bäumen, das könnte vielleicht schon reichen, oder? Also zwischen den Zweien hätte ich jetzt gedacht. Und dann ja, genau. Anlegen und schießen. Das könnte schon reichen, mit Glück. Warte mal. Na, da kannst du auch ein bisschen, wenn du jetzt rechts einen Bogen machst, noch näher ran, oder? Hinter dem Felsen dann. Gotcha. Ja, wie? Die Flanke drauf, vielleicht ist jetzt langsamer, oder? Ja, wir haben ihn jetzt halt markiert, ne? Hm. Vielleicht verendet er dann da Plöp. Hinten. Plöp. Plöp. Be careful, Ellie. Na, du? Müssen wir wahrscheinlich nochmal. Das reicht vielleicht nicht mit dem einen Fall. Ist da rechts um Eck. Aber das sind doch gerade eben zwei gewesen. Hä? Oder meinte er mit Pass auf, Ellie, war da noch irgendein anderes Tier dabei? Nee. Sie meint einfach jetzt, weil sie sie noch nicht erlegt hat. Nee, falsche Richtung. War schon richtig. Nein, wo gehst du denn? Ja, da, mit dem Blut nach. Da kommst du doch her. Den Bogen gelaufen hier. Ja? Ja, ja. Das war schon richtig. War schon auf dem richtigen Weg. Jetzt weiter da. Die Richtung, genau. Ja, ja, ja. Passt alles so. Gleich wieder ein bisschen langsamer werden oder leiser, wenn wir in der Nähe sind. Aber ich glaube, es noch ein bisschen hin. Ja, und jetzt? Ach, da. Da hoch. Das Gute ist echt, dass während wir hier blöd rumtun, der ausläuft. So, jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir den gleich wieder eingeholt. Ist denn der weg? Da. There you are. Schön leise bleiben. Schon geil, oder? Wie er sich bewegt. Ja. Alter, eben hat er was gehört, ja, dass er gleich aufmerksam geworden ist. Wenn du jetzt hier links lang gehst, muss es gehen. Ich gehe jetzt versuchen, auf den Vorsprung raufzukommen. Mhm. Und dann, wenn ich oben bin. Ja. Das ist genau wie in diesen coolen Tierdokus. Ja, ist das kurz so. Bevor das blöde Reh drauf geht. Oh, hab ich da was gehört? Hm. Never. Hä? Das war ein voller Kopfschuss. Vielleicht muss man noch näher, weil ist die Wucht da noch nicht hoch genug. Aber du hast schon getroffen eigentlich, ja? Da schau's mal an.
wie bei Mel Brooks Dracula. Wie viel Blut kann doch in ihm sein? Ja, da muss doch noch ein Stück näher, damit du halt einen richtigen Power-Shot anbringen kannst. Oh, wo ist er hin? Jetzt irgendwann kreuzen sich die Linien, da haben wir verloren. So wie bei Snake. Ja. Das kennt man heute gar nicht mehr, oder? Snake? Das gab's noch auf dem Handy. Das Telefonspiel? Du hast einen Pfeil wieder gefunden dafür. Danke. Jetzt folgen wir immer der falschen Spur. Verenden. Und dann war's das mit uns. Und Joel verendet währenddessen in der Holzhütte. Weil du nichts zu essen mitbringst. Ich krieg langsam Hunger, merke ich. Nein, so viel verjagt, oder? Ich habe schon wieder die Schritte gehört. Wobei kann es sein, dass man den durch Beschuss immer in andere Regionen treibt? Das ist halt neu hier. Ich glaube, das war schon richtig alles. Das rede ich mir ein. Ja. Musst du dir irgendwie schon reden, oder? Aber das ist schon neu auf jeden Fall, das stimmt natürlich schon mal. Na nun. Vielleicht machst du ja doch alles genau richtig, Michi. Das will ich dir ja nicht absprechen. Was stand da drauf? Da war so ein Schild. Wahrscheinlich irgendwie Achtung. Jagen verboten. Minenfeld. Pete Smith ist weiter, stand da. Der ist schon vor uns. Der blutet wahrscheinlich hier wie so ein Schwein. Es tut mir leid, ich wollte nicht auf den schießen. Dreimal. Das gibt's auch irgendwann, oder? So wie in den USA mit East und West Coast und so. Irgendwann eskaliert es dann auch hier in Deutschland mit den Let's Playern. Mhm. Wir machen jetzt schon Drive-by-Let's Plays. What is this place? Sägewerk. 5 Mars fürs Sägewerk. Ist da jetzt rein? Da ist Blut. Mhm. Wie ist der hier heil runtergekommen? Der ist doch schon langsam hinüber. Ja, darf man nicht unterschätzen. Oh, great. Everything's cool. This place is not creepy at all. Hast du das? Ich höre Schritte. Ich dachte, ich würde Geheule hören. Das sind die Zuschauer, die du da hörst. Oh nein. Die jetzt mit anschauen müssen, was wir hier fabrizieren. Oh nein, das ist wieder diese Holzstadt aus Tomb Raider. Ich will nach Hause. Da ist er. Oh. Es war arg exponiert. Ja, geht schon. Admiral Akbar würde sagen, it's a trap. Ja. Who's there? Come out! Hello? We just want to talk. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for buddy boy over there. What do you want? Name's David. This here's my friend James. From a larger group. Women, children. They're all very, very hungry. So am I. Women and children, all very hungry too. Well, maybe we could trade you for some of that meat there. What do you need? Weapons, ammo, clothes? Medicine! Oh. You have any antibiotics? We do. Back at the camp. You're welcome to follow us. I'm not following you anywhere. Buddy boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up... You put one right between my eyes. That's right. Two bottles of the penicillin and a syringe. Make it fast. Go on. I'll take that rifle. Of course. Back up. Oh.
It's probably gonna be a while. You, mind if we take some shelter from the cold? Bring him with us. Ich würde sagen, er sieht vertrauensselig aus. Ja, schon irgendwie, aber... vertrauenswürdig aus. You know, you really shouldn't be out here all on your own. I don't like company. I see. What's your name? Why? Look, I understand it's not easy to trust a couple of strangers. Whoever's heard, you clearly care about them. Sure it's gonna be just fine. We'll see. Oh, fuck. You had another gun? Sorry. Hey, I'd really like my rifle back now. No, you have your pistol. You know how to use that thing. I've had some practice. No matter what, we have to keep them out. Let's hope they don't Ja, in der nächsten Episode kümmern wir uns dann um die Klicker. Und das muss Martin dann machen. Was? Mit Ellie. Tschüss. Ciao.